Mit Sicherheit war Ravel ja von der Kompositionsvirtuosität einer der größten. Er geht natürlich auch nach heutigen Kriterien an die Grenzen und zum Teil sogar darüber hinaus. Es ist natürlich gerade der Gaspard de la Nuit als eines der schwierigsten Klavierstücke meiner Meinung nach überhaupt. Das ist zumindest mit Sicherheit das Schwierigste, was ich je gespielt habe. Es ist natürlich von der Farbigkeit her und von der Fülle der Klangfarbenmöglichkeiten her wahrscheinlich geht kein Komponist so weit wie Ravel. Es ist auch so unglaublich virtuos gemacht von der Komposition, dass man manchmal das Gefühl hat, da spielen zwei. Man glaubt nicht, dass es geht, dass es einer spielt, weil es einfach so geschickt auf die beiden Hände aufgeteilt ist, dass da immer mehrere Schichten übereinander funktionieren. Ich habe mich in den Gaspard verliebt, schon als Jugendlicher, weil ich fasziniert war von dieser Farbigkeit, und zwar vor allem lustigerweise in die Undine. Das ist für mich der Inbegriff des impressionistischen Klaviersatzes, wie dieses schimmernde Wasser die ganze Zeit zu hören ist und diese Melodie, die immer drüber strahlt. Das hat mich fasziniert, und natürlich Le Gibet ist wahrscheinlich das harmonisch Spannendste, was er gemacht hat, über diese eine Totenglocke. Das ist dieses durchgehende B. Was ihm da an Harmonien einfällt, da ist also jeder Jazzpianist muss bei Ravel in die Schule gehen, weil das diese ganzen angereicherten Harmonien sind, die in die Jazzmusik Eingang gefunden haben. Und diese zwei Stücke allein haben mich schon fasziniert. Das Cabot hat eigentlich bewirkt, dass ich es 20 Jahre lang trotzdem nicht gespielt habe, weil ich einfach Angst gehabt habe, dass ich daran scheitere, und das wollte ich mir nicht antun. Dann habe ich mich gezwungen und habe es einfach mal angesetzt in dem Programm, und dann musste ich es lernen. Dann habe ich Blut geschwitzt, aber ich habe es dann doch irgendwie hingekriegt. Also ich habe jetzt im Herbst meinen 50. Geburtstag, und aus diesem Anlass hat das Konzerthaus mich eingeladen, eine Personale zu machen, also Porträt. Das ist ein eigener Zyklus, wo ich einen Soloabend spielen werde. Ich werde verschiedene Projekte dirigieren. Ich habe angefangen zu dirigieren vor 25 Jahren, weil der Dirigierberuf ist ja doch einer, den man auch lernen muss und wo man sehr viel Erfahrung braucht. Und deswegen habe ich ganz früh angefangen, 1991. Auch immer die Herausforderungen, was Neues und noch was anderes, und das hat mich immer interessiert, und deswegen auch die Mehrgleisigkeit im Spielen, im Dirigieren, im Unterrichten, im Veranstalten von Festivals, und das alles zusammen ist für mich ein großer Topf, aus dem ich dann mal das und mal das herausnehme. Wir sind ja hier im Schloss Walpersdorf, was ja ein Kleinod ist, das kein Mensch kennt oder viel zu wenig Leute kennen. Wir haben festgestellt, dass es akustisch wunderbar ist und dass es gerade für diese farbige Musik von Ravel sehr geignet ist. Wir sind auch der Firma Lederleitner sehr dankbar, dass sie uns das zur Verfügung stellt, dass wir hier aufnehmen dürfen. Es ist von der Stimmung her und von der Ruhe, die man hier hat, und abseits der Großstadt, das ist natürlich für so eine Aufnahmesituation ideal.